Ja, genau, das ist der Runenraum, wo ich als letztes eigentlich hin wollte. Also ist entweder hier noch ein Runenraum, wo ich jetzt gerade hingrabe, oder das hier ist ein Runenraum. Wobei ich von der Form eher glaube, dass da noch ein Ork-Häuptling rumhängt. Oh, das ist aber auch ein großer Runenraum wieder. Ja, aber es ist einer. Ja. Bin am Überlegen, ob ich mir jetzt gleich meine ganze Armee mal schnappe. Oder ob ich mal gucke, wie weit er mit seinem Training ist. Ja, er ist weit genug mit seinem Training, um mithelfen zu können. Aber wir haben nur leider zu viele Zwerge. Sonst hätte ich nämlich ihn auch noch schnell mitnehmen können. Aber irgendwie scheint das ja zu klappen. So. Hey, listen. Das war der vierte. Jetzt fehlt nur noch ein Runenkristall. Hui. Hat der Boden gerade gebebt? Ich bin mir nicht sicher. Was macht ihr denn? Ihr müsst diese untoten Abscheulichkeiten aufhalten. Ihre bloße Existenz ist bestimmt eine ständige Qual. Eine Qual, vor der ihr sie nicht erlöst. Listen up. Na gut, in Ordnung. Beim Bart des... Ja. Gut. Mal sehen, ob wir die Jungs ein bisschen mit den Fahnen steuern können. Oder sie wenigstens dazu bewegen können, dahin zu marschieren. Zeigen bis jetzt aber kein Interesse daran. Fehlt da nicht noch einer? Achso, der da kommt von selber. Dann haben wir meine drei Nahkämpfer und drei Fernkämpfer da drin. Wenn der letzte zu Fuß gekommen ist. Und ich denke mal, die sind da nah genug dran, um die hier bekämpfen zu wollen. So, hoffe ich jedenfalls mal. Also einer schon mal, ja. Eigentlich alle. Sehr gut. Nur die beiden Fernkämpfer, die wollen noch nicht so wirklich. Ach kommt, Jungs. Stellt euch nicht so an. Ach so, dankeschön. Und sicherheitshalber Spiel nochmal speichern. Und jetzt macht das Ding kaputt. Ja. Ach hey. Hey now. Nun, das war beunruhigend. This is urgent.
Was war das für ein Ding? Keine Ahnung, lass uns weitergehen. What's going on? Weitergehen, aber wir haben es gerade freigelassen. Und ich bin mir sicher, es wird ihm gut ergehen. Sei es drum, ich habe etwas für euch. Ich habe euch etwas Ausrüstung geschickt, die ihr erhalten werdet, wenn ihr zur Weltkarte zurückgeht. Gegen Gegner wie die Untoten wird sie wahre Wunder wirken. Und das sendet ihr mir erst jetzt? Nachdem ich schon eine ganze Weile gegen die Untoten gekämpft habe? Get your head out of the keg. Das ist ein Geschenk. Meine Güte, lernt endlich mal ein Kompliment anzunehmen. Okay, das heißt, wir müssen nicht gegen das Vieh kämpfen. Und können jetzt zur Weltkarte zurückgehen. Also sehen wir uns dort gleich wieder. Jo. Hauptquest, Hunde Einfluss. Levelbelohnung, Begleiter Stufe 3 und Waffe Stufe 3. Einfluss durch Tafelleser und reine Knochenarbeit. Und auch den Platin-Rekord, der irgendwie unverdient war damals. Listen up now. Ich kann nicht mehr aufhören, über dieses Ding nachzudenken. Ich meine, was war das denn? Es macht wohl keinen Sinn, über etwas nachzudenken, für das wir keine richtige Antwort haben. Aber ihm zum Dank werden wir uns keine Gedanken über dieses Klettermi dort unten machen müssen. Früher oder später wird ihnen die Energie ausgehen und sie werden wieder in kleine Staubhäubchen zusammenfallen. Wie könnte es noch schlimmer kommen? So, jetzt reicht's. Jetzt wird es vergleichsweise nur noch einfacher werden. Ups, ich habe jetzt gerade aus Versehen den Dialog weggeklickt. Kann ich den nochmal aufrufen eigentlich? Leider nicht, wie es mir scheint. So, wir haben noch nicht genug Einfluss für Wehrpflicht. Was auch ganz cool ist eigentlich. Da fehlen uns nur 50 Einfluss. Dann können wir Wehrpflicht erforschen. Also freischalten. Und die anderen beiden mal sehen. Auf jeden Fall hat sich viel geändert. Wir haben jetzt Arbeiter hier außerhalb, die rumfaulenzen. Und die Krypten werden jetzt schwer bewacht. Ja. Und unsere Ausrüstung hat sich verändert. Einmal haben wir haben Axt und Schild bekommen. Ein altes zwergisches Sprichwort sagt, wenn ihr in die Schlacht zieht, so nehmt eure schärfste Axt und euren stärksten Schild mit. Die Axt Gilius Donnerkopf könnte die, und da ist der Text abgeschnitten wegen der deutschen Textdatei. Super. Ja, schade drum. Gut, wie man sehen kann, sind wir jetzt auch mit dem vorletzten Gebiet fast fertig. Wir haben jetzt also insgesamt nur noch 3 Missionen übrig. Also eine hier mit dem gelben Magier. Und dann eben hier oben. Geht's zum Magikus. Aber ja, die Zwerge haben das Gebiet, also nicht Hemmland, Hemmland ist ja unser Heimatland. Wie heißen die Gebiete nochmal? Jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken. Also ja, das ist mittler. Also das, der ganze Kontinent hat wohl keinen direkten Namen. Nee, Vanaheim, natürlich. Das Ganze ist ja Vanaheim. Der ganze Kontinent hier. Also ja, wir haben nur noch das Gebiet hier abzuschließen. Dann kriegen wir auch den letzten Kristall. Den lilanen, der uns den Weg zum Magikus öffnet. Aber dafür müssen wir erstmal ins Labor eindringen und uns dem gelben Magier stellen. Das Labor, Gefahrenbereich. Dies war der Ort, an dem die Drachen zum letzten Mal gegen die Magier kämpften. Letztere wurden bis an diesen Punkt zurückgedrängt, wo sie für die Entscheidungsschlacht mit vereinter Kraft eine mächtige Falle schufen. Diese Falle ließ die Drachen wahnsinnig werden und die Magier standen als Sieger da.
Sie nahm das Gebiet schnell in Besitz und begann damit, zahlreiche Experimente an den Drachen durchzuführen. Also könnten wir da unten auf einen Drachengegner stoßen. Könnten. Jo, ich hoffe, wir sind alle da. Sogar Dings, unser toller Spion, ist wieder mit dabei. Hear me out. Nun, wir sind angekommen. Fast gleichzeitig wünschte ich mir, dass wir das nie wären. By the beard. Warum? Was ist this dort? Is urgent. Es stinkt. Es riecht so, als würde der Boden verfaulen. Listen to me. Wirklich, ich finde nicht, dass es so schlimm riecht. Attention. Seid ihr sicher, dass wir wirklich hierher gehen müssen? I demand your attention. Ja, folgt meinem teuflischen Plan, folgt ihm. Ja, klar. Genau meine ich. Hear me speak. Irgendwo unter euch sollte sich ein Eingang befinden. Danach solltet ihr suchen. Mhm, aber erst einmal, wie immer, Ausgrabungen vornehmen. Und unsere Räumlichkeiten erweitern. So gut es geht. Und so weit wie es möglich ist. Zum Beispiel den Spawnraum vergrößern. Und wir rufen gleich einen Jungzwerg, der zum Bergarbeiter wird. Weil mit einem Bergarbeiter alleine kommen wir nicht weit. So. Wir hätten wieder mal einen Weg an die Oberfläche. Und wir haben definitiv zu viel Gold-Startkapital. So, du wirst Bergarbeiter. Kann ich das verschieben, das Ding eigentlich? Nein, ich kann es nicht verschieben. Das ist jetzt ärgerlich. Weil was ich definitiv nicht habe, ist guter, fruchtbarer Boden. Den habe ich nämlich nur hier. Und Prinz Brenno hier sieht ziemlich episch aus mittlerweile. Das ist echt schlecht, dass hier der einzige fruchtbare Boden ist, wo der Orb draufsteht. Und ja, ich warte mal wieder, bis ich den zweiten Punkt passiv kriege, um hier die zweite Luft freizuschalten am besten. Oder die Handwerksverbesserung, dass wir von vornherein einen guten Tisch kostenlos aufstehen können. Ja, und hier unten wird der Zugang zum Labor wahrscheinlich sein. Und weil ich schon so viel Gold habe... Und auch Eisen. Spende ich mal 2 Trainingsfiguren für meine Krieger. So, währenddessen gucken wir uns mal die Quests an. Der obere Eingang. In diesem Gebiet geht etwas wirklich Merkwürdiges und Unheimliches vor sich. Unsere Kundschafter berichten, dass unter uns ein großer Bau liegen muss. Unser Informant schwört Stein und Bein darauf, dass sich in diesem Gebiet die Ausrüstung befindet, mit der man das Dämonenkugel-Artefakt, das wir in Helland gefunden haben, aufladen kann.
Wir müssen den Eingang zu diesem Labor finden. Oder was immer die Magier hier errichtet haben. Aber jetzt sollten wir auf alles gefasst sein. Lass uns entsprechende Vorbereitungen treffen und dann weiter nach unten graben. Vielleicht finden wir ja diesen Eingang.